So Leute, heute machen wir mal einen Cheeseburger-Test. Ich habe im Internet gesehen, viele Videos auf YouTube, und zwar hat da jemand Hamburger bzw. Cheeseburger jahrelang weggelegt und die sind nicht schlecht geworden. Und deswegen möchte ich diesen Test auch mal durchführen. Wir haben da mit meinem Bruder zusammen in Österreich einen Hamburger bzw. einen Cheeseburger gekauft. Und ich bin ungefähr schon eine halbe Stunde zu Hause. Ja. Und so sieht das Teil aus. Wie ihr hier seht, ne? So sieht das aus. Schmackhafte Cheeseburger. Ich muss zugeben, einen habe ich gegessen. Den anderen habe ich hier. Deswegen probiere ich jetzt den kleinen Test. Dass ihr mir glaubt, dass heute das jeweilige Datum, was ich euch angebe, stimmt. Das ist der 17.03.2013. Das will ich euch jetzt beweisen. So, wo steht es? Wo ist das Datum? Ach da. 17.03.2013, 19:20 Uhr. Ein paar Bilder vom Papst und so. Sehen wir es noch glaubt. Also Leute, so. Ich denke mal, ich tue den Cheeseburger jetzt so an die 10 Tage nicht in den Kühlschrank, sondern hier auf den Tisch. Ich packe ihn wieder zurück und dann tue ich auf den Tisch liegen lassen. Und 10 Tage mache ich dann noch ein anderes Video. Und dann werden wir sehen, ob das Ding wirklich haltbar ist oder unverwüstbar, wie es im Internet angegeben wird. Also bis dann. Peace. So Leute, ich bin wieder hier. Mittlerweile ist mehr als ein Monat vergangen. Fast 1,5 Monate habe ich den Burger hier liegen gehabt. Jetzt möchten wir mal nachschauen, was daraus geworden ist. Und tada! Nix. Nada. Ist nur trocken hart geworden. Aber riecht nicht. Stinkt nicht. Einzigartig, ne? Aber probieren will ich das nicht mehr. So sieht der Burger aus, ne? Nach 1,5 Monaten. Da ist nichts passiert. Das ist krass, ne? Und das nennt sich Frische. Naja, ich weiß nicht. Jeder soll denken, was er will. Also ich esse das nicht mehr. Also dann. Jeder soll sich sein Teil dazu denken. Macht's gut. Das war mein kleiner Test. Achso, ich will doch noch zeigen, dass das Datum auch stimmt. Da ist der 2. Mai 2013. Da ist die Trophäe und ein Deichen. So, das wär's dann. Okay dann, tschüss, macht's gut.